So, Freunde, EA hat's getan. Wir haben tatsächlich schon direkt ein Future Stars Token im Shop verfügbar. Das Neujahrs-Jubel-Set, was insgesamt, wohlgemerkt, ihr seht es richtig, 11 Tage verfügbar ist, enthält 10 seltene Goldspieler, darunter einer garantiert 85 gerated oder höher und eben zusätzlich der Future Stars Tauschtoken. Alle Items logischerweise an Tradable und EA will von uns dafür 80.000 Münzen. So, wir fragen uns natürlich auch heute wieder, lohnt sich das Ganze oder nicht? Und deshalb mache ich für euch das Pack auf. Ich hoffe, ihr lasst dafür Liebe da. 80.000 Münzen, lohnt sich's oder nicht? Come on. EA, Gönner-Modus, Gönner-Modus. Let's go. Come on. Ah, komm bitte, Big Walkout, Big Walkout. Torhüter, es ist ein Luris. Der Loris. 87er, Freunde. 87er. Oh, oh, oh. Uff. Zumindest 3,85er. Ey, Freunde, 15. Die sind alle bei 15k. Der ist sogar was teurer. 15. Ja. 30, 45, vielleicht sogar fast 50k. Und dann noch einer, der... Also ganz ehrlich, da habe ich sogar meine 80.000 Münzen zurück. Und das ist wirklich selten. Dafür, dass kein Totti dabei war, ich würde sagen, Rose nehmen wir direkt mit. Sehr, sehr nices Pack. Damit bin ich dann doch sehr, sehr, sehr zufrieden. Also lasst mich gerne wissen, was habt ihr in dem Pack drin, falls ihr es gemacht habt. Habt ihr vielleicht eure Meinung jetzt geändert? In den Promo-Packs findet ihr es, öffnet ihr es, ja oder nein? Und damit rein in die Packs.